Heute möchten wir uns näher mit beiden Investoren beschäftigen und ihre Aussagen gegeneinander aufwiegen. Beide sind sehr bekannt und momentan in aller Munde. Auf der einen Seite die Investmentlegende Michael Burry, der unter anderem durch seinen Short auf den amerikanischen Immobilienmarkt bekannt wurde. Und auf der anderen Seite Cathie Wood, die mit ihren Fonds von ARK Invest in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt hat. Das Interessante dabei ist, dass beide komplett gegensätzliche Meinungen vertreten, sich aber dennoch bei einem Punkt einigen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann bleibe bis zum Ende dieses Videos dabei. Sollte dir dieses Video gefallen, dann freuen wir uns, wenn du einen Daumen nach oben dalässt und uns gern abonnierst. Solltest du dieses Video mit Freunden teilen wollen, so freuen wir uns, dass du ihnen das Wissen weitergibst. Michael Burry und Cathie Wood könnten aus meiner Sicht nicht unterschiedlicher sein, was ihre Investmentstile betrifft. Michael Burry warnte in den letzten Monaten immer mehr die Anleger vor einem Platzen der sogenannten Allesblase mit sehr hohen inflationären Tendenzen, ja sogar bis hin zur Hyperinflation. Cathie Wood wiederum besticht in ihrem Portfolio mit Investments, die komplett der Annahme von Michael Burry widersprechen. Sie setzt auf die neue Technologie und ist so investiert, dass es keine Inflation geben wird. Sie geht davon aus, dass durch den technologischen Fortschritt die Inflation aufgrund von disruptiven Faktoren und der ständigen Weiterentwicklung der Technik eine Inflation nicht kommen wird. Das lässt sich anhand eines einfachen Beispiels erklären. Wenn du vor ein paar Jahrzehnten einen Computer gekauft hast, dann hat das ein Vermögen gekostet. Aber aufgrund der ständigen Weiterentwicklung des Ganzen und der Globalisierung konnten aufgrund des Wettbewerbs die Preise auf Dauer gedrückt werden, dass somit keine bis wenig Inflation entsteht, vor allem Dingen bei Technologien. Michael Burry sieht wiederum das Ende des Dollars als Leitwährung und einer einhergehenden Hyperinflation des Dollars und damit den Verlust der Ersparnisse der Masse. Lasst uns nun ein paar Argumente für beide Seiten finden und am Ende werde ich auch noch meine persönliche Meinung mit einbringen. Cathie Wood hat in einem völlig recht. Die Menschheit und die Technologien werden sich weiterentwickeln. Ich bin davon überzeugt, dass auf sehr lange Sicht gesehen dies ein Faktor für eine eher niedrige Inflation sein wird. Aufgrund dessen sollte der Mensch auch immer mehr Wohlstand haben und jede Generation sollte es langfristig im Schnitt besser gehen als der vorherigen Generation. Durch den Fortschritt der Technologie ist es geschafft worden, dass Menschen zum Beispiel auf der ganzen Welt miteinander schnell, unkompliziert und vor allem sehr kostengünstig miteinander in Verbindung treten können. Alles, was man dazu benötigt, ist Strom, Internet und ein dementsprechendes Gerät. Das war vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten noch undenkbar. Das spricht alles für eine langfristige Deflation der Güter und sorgt für mehr Wohlstand. Zudem ist sie der Meinung, wie in meinem vorigen Video schon eingegangen, dass es nun an der Zeit sein wird, dass die Blase am Rohstoffmarkt platzen sollte und das auch wiederum deflationär wirken wird. Der Grund dafür ist, dass nun die Menschen und die Unternehmen schon vorgesorgt haben und nicht weitere Materialien für die nächste Zukunft benötigen, da bereits alles bestellt wurde. Somit findet weniger Nachfrage bei gleichbleibendem Angebot statt. Diese beiden Komponenten sollten laut Cathie Wood zu einem Bullenmarkt führen, da das genau das Rezept ist, was der Aktienmarkt am liebsten hat. Michael Burry ist wiederum der ganz anderen Meinung. Seine Meinung beruht neben dem exorbitanten Aufblähen der Bilanzen der Fed auch die 5000-jährige Geldgeschichte. Diese besagt, dass jede, wirklich jede Leitwährung, die nur mit Vertrauen gedeckt war, sich circa nach knapp 50 Jahren massiv entwertete oder komplett den Status als solche, also als Leitwährung, verloren hat und damit auch großen Verlust der Bürger des Landes beschert hat. Michael Burry argumentiert damit, dass nun neben dem Eingreifen der Fed auch die Regierung eine immer größere Rolle spielt. Sie stimuliert die Wirtschaft auf Teufel komm raus und sorgt damit für ineffiziente Verteilungen des Kapitals. Zudem haben die Regierungen aufgrund der aktuellen Situation das Beschaffen von Materialien massiv erschwert oder sogar komplett zerschossen.
Das ist ein Problem der Lieferketten. Und werden diese aufgrund von staatlichen Eingriffen erst einmal zerschossen, so ist das nicht mehr lösbar. Der einzige, der das lösen kann, ist der Markt selbst. Diesen lässt man aber nicht, sondern möchte alles kontrollieren. Das kann man nun schon daran erkennen, dass in China bereits eine Preiskontrolle auf Kupfer eingeführt wurde. Zudem ist sein Argument auch mit der Demografie untermauert. Aufgrund dessen, dass es immer mehr ältere Menschen als jüngere Menschen gibt, haben die Jüngeren neben der höher zu erbringenden Wirtschaftsleistung einen höheren Beitrag zu leisten, um die Älteren zu pflegen. Das wiederum ist ein großes Problem für die Altersvorsorge, die Krankenversicherung und auch die medizinische Versorgung. Diese müssen alle teurer werden und somit den jungen Menschen wieder genommen werden, was wiederum Kapital kostet. Aufgrund der aus seiner Sicht hyperinflationären Tendenzen, die er persönlich sieht, überrascht zudem seine größte Positionierung in seinem Portfolio nicht. Er hat ein Wertpapier kreieren lassen, das von massiv steigender Inflation profitieren wird. Somit unterscheiden sich die beiden Ansichten der Investoren komplett voneinander. Aber, und das ist interessant, in einem Fall sind diese beiden sich sogar einig. Sie beide gehen davon aus, dass der S&P 500 stark fallen wird. Den Schuldigen dafür machen sie auch schnell aus. Das sind die passiven ETFs auf den S&P 500. Sie sehen aber verschiedene Gründe, warum der S&P 500 stark fallen wird. Cathy Wood sieht eine ineffiziente Verteilung des Kapitals in diesem ETF. Sie meint, dass die Wertpapiere und die Unternehmen im ETF nicht mehr zeitgemäß sind und aufgrund dessen das aktuell angelegte Kapital nicht gut verteilt ist. Sie ist der Überzeugung, dass die kleinen, jungen und dynamischen Technologieunternehmen die Gewinner sein werden. Solche Unternehmen sieht sie im S&P 500 nicht in der Masse. Aufgrund dessen geht sie langfristig davon aus, dass dieser Index zu den Verlierern gehören wird. Denn Unternehmen wie Apple, Amazon, Google und so weiter haben dort eben die größte Marktkapitalisierung. Michael Burry sieht wiederum die Gefahr von den synthetischen ETFs ausgehend. Er sagt, dass dies der gleiche Müll ist, wie es damals schon die MBS, also die Mortgage-Backed Securities, waren. Sollten aufgrund der von ihm prognostizierten Krisen diese dann in Schwierigkeiten geraten, also die synthetischen ETFs, werden wieder viele Anleger ihr Geld verlieren und der S&P wird stark fallen. Nun zum Schluss noch meine persönliche Meinung dazu. Ich persönlich bin eher im Lager von Michael Burry zu finden, aber nicht, was die hyperinflationären Tendenzen betrifft. Meine Überzeugung ist, dass wir uns vor großen Veränderungen befinden werden und wir uns in eine hochinflationäre Dekade begeben. Diese Inflation wird aber nicht in den altbekannten Assets ablaufen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien, sondern im Geldbeutel der Menschen. Somit haben sie weniger Kaufkraft und es wird eine große Herausforderung für jeden werden. Zudem denke ich, dass die Zeit des passiven Investierens für diese Dekade als positiver Renditebringer vorbei sein wird. Nun aber, was ist deine Meinung dazu? Wie stehst du zu Cathy Wood oder zu Michael Burry? Wir freuen uns, wenn du deine Meinung in die Kommentare schreibst. Und wir freuen uns auch auf unseren Austausch. Somit kann ich nur noch sagen, bis bald!